Freya! Wärst du bei Sindri geblieben? Halt! Stopp! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib lieber weg. Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht dran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir ihn nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen! Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater.